Die Schlagzeilen sind zurzeit ein bisschen bedenklich. Die EZB sagt zum Beispiel, der Stress im europäischen Bankensystem steigt. JP Morgan sagt, man soll europäische Bankaktien jetzt shorten. Und in den USA, da werden die Bankaktien schon geschortet, en masse. Und gleichzeitig stehen Bankaktien da auch zum Gesamtmarkt so niedrig wie seit 80 Jahren nicht mehr. Ist da was im Busch? Ist das ein Warnsignal? Und was sagt uns das möglicherweise darüber, wo das Finanzsystem gerade insgesamt steht? Interessiert an einem Elektroauto, zum Beispiel der ID.3, ich verkaufe Ihnen, sagen wir, fabrikneu zum Listenpreis von 39.995 Euro. Handschlag gebonkt. Und wenn Sie irgendwann mal merken, das ist ja eigentlich eine Scheißkarre und auch viel zu teuer, dann kaufe ich ihn auch gern wieder zurück von Ihnen, aber natürlich zu einem niedrigeren Preis. Das ist die hohe Kunst des Leerverkaufs. Ich muss mir nur sehr, sehr sicher sein, dass das so dann auch funktioniert. Das Auto gehört mir nämlich selber gar nicht. Ich habe es auch nur geleast und Volkswagen will das am Ende dann auch wieder zurückhaben. Und genau so funktioniert auch Short Selling. Europäische Bankaktien jetzt shorten, sagen die Analysten von JP Morgan. Also nicht bloß untergewichten vielleicht oder meiden, nein, shorten. Man ist da also ziemlich davon überzeugt offensichtlich, dass diese Aktien jetzt runtergehen. Und Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, der hat das anscheinend ein bisschen missverstanden. Er hat dann nämlich angekündigt, dass er jetzt Aktien von JP Morgan verkauft. 1 Million Stück gegen Wert 150 Millionen Dollar. Er glaubt also anscheinend irgendwie auch, dass es vielleicht nicht so falsch ist, wenn man von seinen Bankaktien jetzt ein paar weghaut. Bankaktien sind ja nicht irgendwelche Aktien, sondern die Finanzkrise 2008, die schlimmste systemische Krise, die wir jemals gehabt haben, das war ja eine Bankenkrise und viele befürchten, dass sowas wiederkommen könnte oder dass es vielleicht beim nächsten Mal sogar noch schlimmer wird, das Ganze. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wieder aus dem Bankensektor kommen würde, die ist schon relativ hoch. Und darum muss man die Banken natürlich im Auge haben, ganz egal, ob man jetzt als Anleger selber Bankaktien hat oder auch nicht. Wie läuft's im Bankensektor? Eigentlich gar nicht mal so schlecht auf den ersten Blick. Es könnte viel schlimmer sein. Zum Beispiel die Deutsche Bank im dritten Quartal einen Gewinnrückgang um 3%. Naja, also es war auf jeden Fall viel besser als erwartet. Und bei den US-Banken, da läuft es sowieso gut. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und so weiter. Überall sind die Gewinne weiter gestiegen. In den USA war das Wachstum ja immer noch hoch. Und außerdem profitieren die Banken ja auch von den hohen Zinsen. So gut wie jeder Sektor leidet unter den hohen Zinsen, aber die Banken profitieren davon. Und das war ja auch die große Story oder ist die große Story seit einiger Zeit, seit die Zinsen steigen. Und ein paar von den europäischen Banken, die haben ja jetzt seit ewiger Zeit überhaupt mal wieder richtig Geld verdient. Bis jetzt war das ja ein Trauerspiel. Aber der Markt hat es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so richtig belohnt, sondern der ist sogar ziemlich skeptisch. Zwei Dinge stechen da ins Auge, nämlich erstens, in den USA haben die Hedgefonds auf Bankaktien Short-Positionen aufgebaut. Und die waren laut Goldman Sachs, die halten da ja immer entsprechende Daten fest, was die Hedgefonds machen, die waren fast auf Rekordniveau, diese Short-Position. Die schießen sich jetzt also richtig auf die Bankaktien ein, die Hedgefonds. Und zweitens, Bankaktien sind dieses Jahr eben auch schon wieder gefallen in einem Gesamtmarkt, der ja eigentlich ziemlich stark war noch. Und dadurch haben wir jetzt die Situation, dass US-Bankaktien relativ zum breiten S&P 500 Index so niedrig stehen wie seit 1989 nicht mehr. Das sieht man hier in der Grafik von der Financial Times. Oder wenn man einen Vorläufer nimmt von diesem S&P 500 Banks Index, dann sogar so niedrig wie seit 1941 nicht mehr. Sie sind zum Gesamtmarkt damit auch zum Beispiel niedriger bewertet als in der Finanzkrise. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein paar europäische Bankaktien sind ziemlich gut gelaufen, allen voran die Aktie der UBS.
Ich habe dazu vor ein paar Monaten ein Video gemacht mit der These, dass die UBS mit dieser Notübernahme der vermeintlichen von der Credit Suisse, dass die damit ein unglaubliches Schnäppchen gemacht hat. Kurz drauf hat sich's dann ja auch bestätigt mit einem Sondergewinn aus dieser Übernahme von 26,5 Milliarden Euro. Die Aktie ist gegen den Gesamtmarkt dann eben auch deutlich gestiegen. Das Video hat damals nur keinen Menschen interessiert. Es war eins von meinen erfolglosesten, nicht nur bei mir wahrscheinlich auch, sondern eins der erfolglosesten auf ganz YouTube. Sie haben es wahrscheinlich auch gar nicht angezeigt bekommen von YouTube. Sowas passiert Ihnen natürlich nicht mehr als Kanalabonnent. Dabei dann auf die Glocke gehen, dann verpassen Sie solche wichtigen Videos auch nicht mehr. Und dafür schon mal vielen herzlichen Dank, selbstverständlich. Aber was die an sich schwachen Bankaktien betrifft, da kann man jetzt natürlich sagen, wow, die sind ja jetzt wieder richtig attraktiv. Man kann aber eben auch sagen, ach, das sieht irgendwie nicht so richtig gut aus, da stimmt irgendwas nicht. Können wir das irgendwie einordnen? An der Wall Street, da geht es ja zurzeit nur um zwei Dinge, nämlich um die Zinsen und um das Wachstum. Und die einen sagen, ja, das Wachstum ist immer noch sehr robust und darum werden sehr wahrscheinlich auch die Zinsen erstmal oben bleiben. Und die anderen, die sagen aber, die Inflation und die Zinsen, die werden jetzt zurückgehen, aber nur, weil auch das Wachstum zurückgeht oder weil vielleicht sogar eine Rezession kommt. Und wie schon mal erwähnt, ich tendiere zum Letzteren. Und von allem anderen abgesehen jetzt mal, auch die Underperformance der amerikanischen Bankaktien ist ein Indiz dafür, dass es so kommt, dass das letztere Szenario eintrifft. Banken profitieren von hohen Zinsen bis zu dem Moment, wo das Wachstum ordentlich zurückgeht. Weil dann läuft nämlich das Investmentbanking nicht mehr so gut, dann geht die Kreditnachfrage zurück und vor allem immer mehr von den Krediten, die schon vergeben worden sind, platzen dann. Auch das, was wir von den Banken selber wissen, spricht dafür, dass es schlechter werden dürfte. Im ersten Halbjahr haben die 25 größten US-Banken die Rückstellungen, die sie immer bilden, auf Kreditauffälle, die haben sie um fast zwei Drittel erhöht. Und zum Beispiel Bank of America, die hat die im dritten Quartal jetzt zum Vorjahr dann nochmal um ein Drittel erhöht. Soll heißen, robustes Wachstum in den USA hin oder her, die Kreditqualität wird sich deutlich verschlechtern. Davon gehen die Banken zumindest jetzt mal aus. Und es ist auch kein Wunder, weil ja jeder jetzt viel höhere Zinsen zahlen muss. Und ein ganz besonderes Problem, bekanntermaßen wahrscheinlich, das ist der Gewerbeimmobiliensektor. Commercial Real Estate. Da platzt gerade regelrecht eine Blase zurzeit. Die Zinsen steigen, die Preise fallen gleichzeitig, die Mieten gehen auch zurück wegen Homeoffice und solchen Dingen bei den Büros. Die Kreditausfälle sind da jetzt schon auf einem 10-Jahres-Hoch in den USA und in der Eurozone eigentlich das Gleiche. Da warnt eben inzwischen auch die EZB, dass der Abschwung da noch Jahre dauern kann, dass dadurch der Abschwung auch zu einer Gefahr für die Banken werden kann. Die Gesamtschulden in dem Sektor sind höher als in der Finanzkrise 2008 und bei den großen Gewerbeimmobilienkonzernen, da sind in Europa die Schulden schon beim über 10-fachen von den durchschnittlichen Jahresgewinn. Und die EZB sagt, das Geschäftsmodell ist in vielen Fällen eigentlich schon kaputt. Und weil wir in der Eurozone ja sowieso schon einen Wirtschaftsabschwung haben, den wir in den USA so noch nicht gehabt haben bis jetzt, darum sagt die EZB auch, es gibt in den Bankbilanzen hier langsam Stress. Es ist noch nicht lebensbedrohlich oder sowas, aber der Stress wächst sichtbar. Und man kann dann eben auch nur hoffen, dass sich das nicht noch ausdehnt dann auf den gesamten Immobiliensektor. Der hält sich ja noch gerade so halbwegs. Aber wenn auch der mal richtig kippen sollte, dann haben die Banken natürlich noch viel, viel mehr Stress. Heißt es jetzt, wir rasen volle Kanne rein in die nächste Bankenkrise? Kommt der große Showdown? Kommt das große Endgame, wie der Angelsachse immer so schön sagt, was bei uns dann ja immer übersetzt wird als Endspiel, was aber jetzt nicht immer unbedingt das Gleiche ist? Sagen wir mal so,
Das, was wir im Moment haben, in den Zahlen, in den Bilanzen von den Banken, das gibt eigentlich einen Bankencrash noch nicht her. Es wird vielleicht nicht unbedingt schön, aber ein unausweichlicher Bankenzusammenbruch oder sowas, den kann man daraus jetzt nicht ablesen, muss man ganz klar sagen. Und ich bin auch ein optimistischer Mensch und bin ja auch sonst ein Sonnenschein, sodass ich persönlich sagen würde, im Moment und wie immer ohne Gewähr, zu 75% kriegen wir in nächster Zeit erstmal keinen Bankencrash. Stand heute auf Basis dessen, was wir heute wissen. Und zum Beispiel diese Bankaktien-Short-Empfehlung von JP Morgan, auch da geht es jetzt nicht unbedingt gleich um Crash-Risiken, sondern es geht eben nur darum, dass man bei JP Morgan eben meint, dass die Banken jetzt in diesem Zinszyklus, in diesem Wirtschaftszyklus das Beste einfach schon hinter sich haben und dass es mit den Gewinnen da jetzt einfach wieder abwärts gehen wird. Das ist also auch noch relativ harmlos. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass sie da sogar wieder Chancen sehen in dem Sektor oder wieder Value sehen. Und die sagen, Bankaktien sind inzwischen so verhasst, dass man sie jetzt eigentlich kaufen sollte. Zum Beispiel das Anlegermagazin Barron's. Und was man auch noch sagen könnte, dass sie relativ zum Gesamtmarkt so schlecht gelaufen sind, die Bankaktien, das muss ja noch nichts heißen. Vieles andere ist eben einfach besser gelaufen, zum Beispiel eben die großen Technologieaktien, die jetzt eben gerade jeder haben muss. Und diese Wahnsinns-Short-Attacken von den Hedgefonds, naja, auch da könnte man ja sagen, das kann eben auch ein Kontraindikator sein, wenn sowas passiert. Man hat ja bei den Hedgefonds immer so ein Bild von sich, die sind so riesig und die sind so unglaublich mächtig und da steckt auch so eine unglaubliche Intelligenz dahinter. Aber insgesamt war das mit denen in den letzten Jahren gar nicht mal so großartig. Und jetzt zum Beispiel Ende Oktober, als der Markt gedreht hat, da haben viele von denen auch wieder irrwitzig Geld verloren, weil sie natürlich auf der Short-Seite waren. Das war ja anscheinend auch das Offensichtliche. Und was Goldman Sachs eben in dieser Hedgefonds-Analyse auch gesagt hat, die Hedgefonds machen zurzeit alle definitiv das Gleiche. Sie haben auch alle nur im Moment so mehr oder weniger diese Top 7 Technologieaktien gekauft. Und seit anderthalb Jahren verfolgen sie hauptsächlich auch wieder Momentumstrategien. Das heißt, das, was gut läuft, das kaufen sie eben auch und umgekehrt. Und jetzt nichts gegen die Momentum-Strategie, aber viel Intelligenz und viel Wissen steckt da jetzt natürlich nicht dahinter. Und dadurch hat es eben für die Anleger auch nicht so den großartigen Prognosewert mehr. Aber es ist natürlich auch was, das Krisen auch verursachen kann oder sie zumindest beschleunigen kann. Ich wäre bei Bankaktien, auch wenn sie sehr günstig sind gerade, relativ vorsichtig im Moment. Ich würde sie zumindest nicht großartig übergewichten oder sowas. Und auch wenn wir jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt zwingend eine Bankenkrise kriegen, aber vergessen wir mal nicht, dass wir dieses Jahr schon eine Bankenkrise gehabt haben. Im März, als 4 amerikanische Banken zusammengebrochen sind, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, sehr wichtig. Und letztlich ist ja auch die Credit Suisse dann zusammengebrochen. Und die US-Banken, die sind gekippt wegen Buchverlusten bei Staatsanleihen. Was Dümmeres kann man sich kaum vorstellen. So dumm waren ja noch nicht mal die Banken in der Finanzkrise 2008. Obwohl da ja die Zinsen damals auch stark gestiegen sind. Und seitdem ist auch klar, diese ganzen Beteuerungen, dass sowas nicht mehr passieren kann, weil die Banken ja jetzt alle viel stabiler sind als früher, das ist völlig gegenstandslos. Wenn mal Panik ausbricht, aus welchem Grund auch immer, dann ist es trotzdem vorbei. Der Aktienmarkt hat es damals gut weggesteckt im März, weil ja alles sofort wieder gerettet worden ist. Es gab wieder immense Garantien auf Kundengelder und es gab auch wieder eine immense Fettliquidität dann für die Banken, sodass man wenigstens sagen könnte, okay, wenigstens für Bankenkrisen gibt es noch einen Fettput. Da wird uns die Fett immer wieder raushauen, klar. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sowas nicht mehr passieren wird dadurch. Die Bankkunden, die werden vielleicht rausgehauen von der Notenbank, aber die Aktionäre, das ist ja auch ein Ergebnis von der Finanzkrise, die sollen ja auf gar keinen Fall mehr von so einer Rettung profitieren.
Und das heißt dann aber im Umkehrschluss auch, dass wenn mal wieder eine Bank wackelt oder wenn auch der ganze Sektor wackeln sollte, dass die Aktionäre dann bestimmt nicht kommen und den Banken zur Hilfe eilen. Weniger denn je, weil die haben dafür ja auch nicht mehr den geringsten Grund. Und sowas stabilisiert das Bankensystem natürlich nicht. Darüber muss man sich auch klar sein, wenn man Bankaktien hat in einer schwierigen Lage. Wir haben auch nächstes Jahr eine halbwegs gute Chance, zumindest, dass die Welt auch diesmal nicht untergeht und dass es nicht zum großen Endgame kommt. Aber vielleicht kommt es ja endlich zu dieser Entscheidung wenigstens, die Entscheidung, auf die wir schon so lange warten. Also kommen Zinssenkungen nächstes Jahr und wenn ja, kommen sie zusammen mit einem Wachstumseinbruch. Wenn nicht, dann sind Bankaktien wahrscheinlich sogar ziemlich gut, dann sind sie damit wahrscheinlich gut bedient. Aber wenn doch, dann sollte man wirklich lieber nicht so viele Bankaktien haben, würde ich sagen. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass dieses ganze sanfte Landungsszenario, von dem jetzt ja wieder immer mehr ausgehen, dass das doch wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch ist und dass es darum nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach wird an der Börse. Und das ist im Moment auch ganz klar das Szenario von den Hedgefonds, die die Bankaktien gerade shorten. Wir werden sehen, ob sie damit recht haben. Und was meine Short-Position jetzt betrifft, mit dem leer verkauften Elektroauto, da bin ich ganz optimistisch, muss ich sagen. Auch wenn Sie jetzt vielleicht sagen sollten, das ist ja doch ein ganz tolles Auto und Sie verkaufen es mir nicht mehr zurück. Aber dann decke ich mich eben wieder damit ein in China. Bei uns wird der ID.3 verkauft für 40.000 Euro, in China kostet er nur 15.900 Euro. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mehr dazu in meinem Video zu Volkswagen von neulich. Auf dem Kanal, den Sie jetzt ja abonnieren wollten. Zum Kanal-Abo geht's hier unten. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.